Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Lernzyklus Lineare Gleichungen in einer Variable. In diesem zweiten Intro-Video werden wir uns genauer ansehen, was eine Äquivalenzumformung ist, wie man die Probe macht und was wahre und falsche Aussagen sind. Lass uns beginnen. Betrachten wir die Gleichung x plus 9 gleich 17. Aus dem Intro-Video 1 weißt du bereits, wie man diese Gleichung auf dem Modell der Waage darstellen kann. Das Ganze würde also folgendermaßen aussehen. Auf der linken Seite habe ich x und 9 und auf der rechten Seite 17. Bevor wir nun aber beginnen, mit Hilfe von Äquivalenzumformungen Gleichungen zu lösen, müssen wir wissen, was eine Umkehroperation ist. Die vier Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division kennst du bereits. Die Umkehroperation bewirkt nun genau das Gegenteil dieser Rechenoperation. Das heißt, Addition und Subtraktion bewirken genau das Gegenteil. Genauso ist es bei Multiplikation und Division. Das heißt, die Umkehroperation von Addition ist Subtraktion. Von Subtraktion ist sie Addition, von Multiplikation ist sie Division und von der Division ist sie Multiplikation. Aber was genau sind denn jetzt Äquivalenzumformungen? Betrachten wir vorerst mal die Gleichung von zuvor. X plus 9 gleich 17. Und wir wissen, dass die Umkehroperation von Plus gleich Minus ist. Angenommen, wir würden nur auf der linken Seite die Umkehroperation durchführen, das heißt minus 9 rechnen, dann hätten wir die Gleichung x plus 9 minus 9 gleich 17. Übrigens, wenn du dich fragst, was dieser Schrägstrich und dieses minus 9 ganz rechts bedeuten, so schreiben wir immer unsere Äquivalenzumformung an. Wenn wir uns das Ganze nun aber wieder auf der Waage vorstellen, dann sehen wir, dass diese auf einmal nicht mehr im Gleichgewicht ist. Das heißt, die Seite mit den 17 ist weiter unten wie die Seite mit den x. Das heißt also, wir müssen auch auf der rechten Seite minus 9 rechnen. Wenn wir links und rechts vom Istgleich denselben Rechenschritt durchführen, dann bleibt unsere Waage im Gleichgewicht. Zu guter Letzt müssen wir nur noch eine einfache Rechnung durchführen, nämlich 17 weniger 9 rechnen. Dann erhalten wir für unser gesuchtes x den Wert 8. Also nochmal kurz zusammengefasst, was ist nun eine Äquivalenzumformung? Eine Äquivalenzumformung heißt, ich muss links und rechts vom Istgleich dieselben Rechenschritt durchführen, und zwar immer jenen, der die Umkehroperation darstellt. Schauen wir uns doch gleich anhand von diesem Beispiel an, wie man die Probe macht. Wir hatten die Gleichung x plus 9 gleich 17 und wir haben für x den Wert 8 erhalten. Für die Probe machen wir nichts anderes, als dass wir statt der Variable x den dafür ausgerechneten Wert einsetzen, in unserem Fall 8. Das heißt, ich erhalte die Rechnung 8 plus 9 gleich 17. Wenn wir jetzt die 8 und die 9 addieren, erhalten wir die Gleichung 17 ist gleich 17. Links und rechts vom Istgleich steht also dieselbe Zahl. Das ist sehr gut, weil wir erhalten dadurch eine wahre Aussage. Sollte es einmal passieren, dass links und rechts vom Istgleich nicht dieselbe Zahl steht, dann handelt es sich um eine falsche Aussage. Das heißt, entweder du hast dich bei der Probe verrechnet oder beim Ausrechnen des Werts, den wir für die Variable einsetzen. Damit du das Ganze noch etwas besser verstehst, schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an. Wir haben die Gleichung 3x gleich 27. Wenn wir uns das Ganze jetzt auf dem Modell der Waage vorstellen, haben wir auf der linken Seite der Waage 3 mal x und auf der rechten Seite 27. Wenn du dir die Gleichung 3x gleich 27 genau ansiehst, bemerkst du vielleicht, dass zwischen der Zahl 3 und der Variable x keine Rechenoperation steht. Zwischen einer Zahl und einer Variable steht aber immer eine Multiplikation. Das heißt, eigentlich steht hier 3 mal x. Und wir wissen aufgrund des Kommutativgesetzes, dass 3 mal x dasselbe ist wie x mal 3. Was glaubst du, welche Umkehroperation wir dann verwenden müssen?
Genau, wir haben eine Multiplikation, das heißt, unsere Umkehroperation ist eine Division. Wir dividieren also die Gleichung durch 3. Damit die Waage wieder im Gleichgewicht bleibt, müssen wir sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite durch 3 dividieren. Letztendlich müssen wir also nur die 27 durch 3 dividieren. Wir erhalten also für x den Wert 9. Lass uns auch für dieses Beispiel die Probe machen. Wir hatten die Gleichung 3x gleich 27 und den Wert für die Variable x haben wir berechnet und haben 9 erhalten. Wir setzen nun also statt dem x die Zahl 9 ein und erhalten 3 mal 9 gleich 27. Multiplizieren wir jetzt die 3 mit der 9, erhalten wir 27 gleich 27. Da wieder links und rechts vom ist gleich dieselbe Zahl steht, handelt es sich hierbei um eine wahre Aussage. Aller guten Dinge sind drei. Lass uns also abschließend noch eine Gleichung ansehen, damit du dir wirklich, wirklich sicher bist, wie das Ganze funktioniert. Wir haben die Gleichung 25 weniger t gleich 18. Was glaubst du, müssen wir als erstes machen, damit unsere Variable t alleine auf einer Seite stehen bleibt? Genau, richtig. Wir müssen die 25 wegbringen. Wie du aber vielleicht bereits gesehen hast, steht für die Zahl 25 keine Rechenoperation. Wenn jedoch keine Rechenoperation steht, dann handelt es sich immer um eine Addition, also um ein Plus. So wie ich dich kenne, weißt du bereits, dass die Umkehroperation der Addition die Subtraktion ist. Außerdem wissen wir auch, dass wir die Umkehroperation immer auf beiden Seiten der Gleichung durchführen müssen, damit unsere Waage im Gleichgewicht bleibt. Wenn wir das Ganze jetzt vereinfachen, erhalten wir minus t ist gleich minus 7. Damit das Minus vor dem t verschwindet, müssen wir die Gleichung mit der Zahl minus 1 multiplizieren. Durch die Multiplikation mit der Zahl minus 1 erhalten wir sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, das ist gleich eine positive Zahl. Und wir haben für t den Wert 7 erhalten. Lass uns zu guter Letzt noch die Probe machen. Unsere Gleichung lautete 25 minus t gleich 18. Wir haben für t den Wert 7 erhalten. Das heißt, wir setzen in die Gleichung statt der Variable t die Zahl 7 ein. Wir erhalten also die Gleichung 25 minus 7 gleich 18. Wenn wir jetzt die 25 weniger 7 ausrechnen, erhalten wir 18 ist gleich 18. Das heißt, wir haben richtig gerechnet und wir erhalten eine wahre Aussage. Abschließend möchte ich dir noch einen Tipp geben. Versuche beim Lösen von Gleichungen immer die Variablen und die ist gleich schön untereinander zu schreiben, da das Ganze dadurch sehr viel übersichtlicher ist und du dich nicht so leicht verrechnest. Wir haben nun das Ende des Intro-Videos 2 erreicht. Wir wissen bereits, was eine Gleichung ist. Heute haben wir außerdem besprochen, worum es sich bei einer Äquivalenzumformung handelt und wie man die Probe macht. Außerdem haben wir besprochen, was eine wahre Aussage ist. Wenn du soweit alles gut verstanden hast, dann freue ich mich, dich im Basic-Video wiederzusehen. Tschüss!